Auf folgende Weise werden Autositzbezüge gesteckt. Die Nähmaschine muss nur richtig eingestellt werden. Dieser Schneidvorgang ist nicht weniger spannend. Man hat das Gefühl, als würde hier Butter geschnitten und kein Metall. Und das ist eine Drehbank. In den Händen eines guten Handwerkers liefert sie perfekte Genauigkeit. Weiter geht es mit dem Holzschnitzen. Hier arbeitet ein Laserschneider mit Holz. Und diese Maschine webt, aber keinen Stoff, sondern Golddraht. Bevor die Medaillen an die besten Sportler verteilt werden, durchlaufen sie in der Regel einen Färbeprozess. Diese Maschine dreht in wenigen Sekunden einen Metalldraht zu einer Feder. Habt ihr euch jemals gefragt, wie Essstäbchen hergestellt werden? Hier kommt die Antwort. Alle, die Eis am Stiel mögen, werden bestimmt empört sein. Es darf ruhig noch etwas mehr sein. Das Verschließen von Bierdosen ist nicht weniger spannend als das Öffnen. Auf diese Weise werden vier Fleischstücke auf einmal geschnitten.
Und so arbeitet ein Kontrollsystem bei der Herstellung von Pappbechern. Dies ist eine Maschine, von der Köche Albträume kriegen. Werfen wir einen Blick darauf, wie Teigtaschen hergestellt werden. Dieser Vorgang dauert nur einen Augenblick. Wo früher ein Werkstück war, ist jetzt eine Plastikflasche. Joghurtliebhaber, aufgepasst! So kommt die leckere Füllung zwischen die Schichten. Die charakteristische Locke klassischer Eiscreme im Waffelbecher ist das Ergebnis einer solchen Maschine. Und noch ein Förderband, diesmal wieder mit Teigtaschen. Diese Schraubensynchronisation sorgt für maximale Effizienz der Produktionslinie. Dasselbe System ist zuständig für das Formen von Metallringen. Die Arbeit mit Eiern erfordert höchste Genauigkeit bei einer ziemlich hohen Sortiergeschwindigkeit. Optisch sieht dieses Gerät aus wie ein Motor aus Science-Fiction-Filmen. Tatsächlich handelt es sich aber um eine Anlage zum Metallumflechten von Schläuchen. Müssen die Waren in einer bestimmten Reihenfolge liegen? Dieser Roboter hilft dabei. Die Säge ist eines der gefragtesten Werkzeuge. Diese Anlage stellt Sägescheiben her. Außerdem schadet es nicht, die fertigen Produkte zu verpacken. Auch der Kunde wird sich freuen. Scheint dieses System zu langsam zu funktionieren? Keine Sorge, es kann auch ganz anders.
Auf diese Weise werden wasserdichte und gegen Haushaltschemikalien beständige Handschuhe hergestellt. Noch ein Websystem. Faszinierend, nicht wahr? Genauso spannend kann die Arbeit mit Stahl sein. Nun schauen wir uns das Versiegeln von Rohren an. Sieht nicht nur schön, sondern auch effektiv aus. Das Stanzen von Scheiben sollte man diesem Mechanismus anvertrauen. Sehen wir uns den faszinierenden Betrieb einer CNC-Maschine an. Und zum Schluss wird die Wassermelone geschnitten. Auch für diese Aufgabe gibt es ein spezielles Gerät. Nach harter Arbeit darf man auch mal was naschen. Will jemand Sahnetorte? Oder diese Törtchen vielleicht? Deren Herstellungsverfahren ist noch eleganter. Schauen wir hinter die Kulissen einer Bleistiftfabrik. Hier erfolgt das Stempeln. Moderne Aktenvernichter können fast alles zerkleinern. Einschließlich Basketbälle, Filter und sogar Autoreifen. Zum Glück ist die Massenproduktion in letzter Zeit deutlich weniger relevant. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen. Es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur- und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und noch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.